Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Nur ganz kurz, aber eine sehr wichtige Information. Viele von euch haben mir geschrieben, ob das auf Twitch war oder unter meinen neuesten Videos, auf Instagram und so weiter. Ihr seid davon betroffen, also viele von euch sind davon betroffen. Tausende Spieler weltweit, wenn nicht sogar deutlich über die 1000. Es gibt gerade einen Bug, der soll jetzt aber behoben sein. Das ist der ekelhafteste Bug, den es wahrscheinlich gibt, seit es Apex Legends gibt. Das ist ein Reset-Bug sozusagen. Ihr habt gewisse Fortschritte erreicht. Ihr macht eure Playstation, euren PC oder sonst was aus. Und auf einmal ist das alles wieder weg. Kills weg, Rank-Punkte weg. Alles weg. Teilweise war es sogar, während du gezockt hast, du hast Kills gemacht, die Kills wurden während der ganzen Session gar nicht gezählt. Bei manchen war es so, ihr habt vielleicht Diamant erreicht, alles schön, alles super, startest deine Playstation Tag später wieder, dann ist der Rank-Fortschritt auf einmal komplett flöten gegangen. Ich habe sogar Nachrichten erreicht, dass eine 20-Bomb, die erreicht wurde, nicht gezählt hat. Sehr ekelhafte Sache. Auf Twitter hat sich Chad Grenier zu Wort gemeldet. Einer der hohen Offiziellen von Respawn und hat gesagt, es gibt jetzt einen Fix, der ist draußen und bittet aber zeitgleich die Community, sich zu melden, falls das Problem noch immer besteht. Deswegen bitte ich euch, solltet ihr von diesem Bug betroffen sein, ist es jetzt weg? Ja oder nein? Ich selber war davon nicht betroffen, aber es würde mich interessieren, wer von euch das Problem hatte und konnte jetzt schon beobachten, ob es weg ist oder eben nicht. Deswegen das Feedback gerne an mich, würde ich mich sehr darüber freuen. Das soll es von mir schon wieder gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.